Seid ihr herzlich willkommen. Eine Wochenorakel bis 26. Februar. 20. Februar ist Neumond. Darüber habe ich ein Video gemacht. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Über welchen Themen gerade? Du hast Pläne und du sollst darüber nachdenken, wie kannst du deine Pläne verwirklichen. Dieser Neumond steht in Verbindung zum Saturn und Saturn symbolisiert die Manifestation. Wenn du das verinnerlichen kannst, was du erreichen möchtest, die Saturn-Energie hilft dabei, deine Pläne in Tat umsetzen. 21. Februar erreicht Mond Neptun, aktiviert Intuition, Inspiration, aktiviert auch die Träume, die Traumbilder. 22. Februar erreicht Mond Venus und dann Jupiter. Das sind Chancen, Möglichkeiten, Glück in die Liebe, Partnerschaft, aktiviert auch Thema Kreativität. 24. Februar erreicht Mond die aufsteigenden karmischen Knoten, Rahu, und das zeigt eine neue Richtung und hier bewegt sich etwas und zeigt Veränderungen. 25. Februar erreicht Mond Uranus und das bedeutet Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Dieser Mond-Uranus-Konjunktion am 25. Februar steht mit Mars in eine enge Verbindung. Und das kann bedeuten, dass bei dieser Mann ändert sich plötzlich unerwartet etwas. Näheres in mein Neumond-Orakel-Video. Und jetzt schauen wir an, was zeigen die Karten. Hier alle drei zeigt diesem goldenen Taler. Also die Finanzen, Beruf, Berufung, das sind jetzt sehr wichtig. Diesem goldenen Taler symbolisiert aber auch die inneren Werte. Weil du bist ihm wertvoll oder zeigt sein Selbstbewusstsein. Er hat auch Talente, er kann auch was bieten. Diesen goldenen Taler symbolisieren auch die Erde-Element. Ein Plan kann umgesetzt werden, weil Erde-Element bedeutet die Realität. Genau wie bei diesem Neumond sind auch jetzt Thema Neuigkeiten, Veränderungen, oder die Fantasie, ein Plan und die Saturn-Energie dabei hilft, das in Tat umzusetzen. Und genau das sehen wir hier auch. Dieser Mann bleibt erstmal für einen Moment stehen. Er schaut diesen goldenen Taler an, kümmert um die Finanzen. Er schaut seine Chancen an, weil er möchte eine berufliche Veränderung. Aber was er noch wahrnimmt hier, was ist für ihn wertvoll oder wer ist für ihn wertvoll? Und du als Herzensdame erscheinst hier mit deinen Gefühlen. Wie eine Königin, weil du nimmst deinen Platz ein, auch in sein Leben. Er bietet dir etwas und es wird diese Wertschätzung sein. Hier öffnet sich neue Chancen,
neue Möglichkeiten, auch beruflich, aber auch mehr Stabilität in die Liebe, Partnerschaft, und das entspricht euren Wünschen, Träumen, Sehnsüchten, was dieser Mond symbolisiert. Mond kann aber Mutterthemen auch sein. Und hier im Hintergrund sehen wir eine große Herausforderung. Das kann natürlich innere Zerrissenheit sein oder Streitigkeiten mit Mutter oder Streitigkeiten im Arbeit, weil eine Seite sehen wir Mond und das kann Mutter symbolisieren, anderen Seiten sehen wir die Arbeitsplatz. Und hier ist viel zu tun, das kann eine große Herausforderung sein, oder diese Karte kann auch die Streitigkeiten bedeuten. Und hier erkennen wir die verletzten Gefühle oder die Einschränkungen und sogar die Ungerechtigkeiten, weil das, was diese Karte symbolisiert, der eine hat alles, der andere bekommt etwas davon und die dritte schaut zu und bekommt gar nichts. Also für mich ist das ein Symbolbild für ungerechte Verteilung. Aber es kommen Veränderungen, weil diese Karte bedeutet die Erneuerungsprozesse wie ein Neugeburt. Aber das Gericht, dieser Begriff, sagt auch entweder eine rechtliche Lage oder im beruflichen Umfeld, was hier auch sichtbar ist, zeigt die Ungerechtigkeiten. Warum ist es so? Erstens erscheint hier dieser Dieb. Und das kann bedeuten, jemand raubt etwas von dir oder von ihm. Das Geld oder die Zeit oder die Energie. Aber wenn die umliegenden Karten negativ sind, dann kann dieser Dieb diese Unangenehmigkeiten auch entfernen und dann hat dieser Dieb eine positive Bedeutung. Um was geht es? Hier sehen wir auch. Du hast Leistung, du hast deine Talente, Fähigkeiten. Und so arbeitest du auch. Die anderen beobachten dich. Vielleicht sind neugierig, vielleicht sind neidisch. Sie sollten dich eigentlich loben für deine Leistung. Das machen sie aber nicht, sondern sie behandeln dich wie ein Lehrling. Sie werden dich klein halten. Und genau das, was dich hier herausfordert, was dich hier verletzt, was du ungerecht empfindest, und in diesem Zusammenhang kann dieser Dieb dich unterstützen, weil dieser Dieb entfernt die Karten, entfernt diese Personen oder diese Situation. Auf jeden Fall, du nimmst dieses Schwert in Hand. Das kann aber sein berufliche Situation auch sein. Und dieses Schwert kann etwas trennen oder kündigen. Dann ist das eine berufliche Veränderung. Und hier dieser Stab bedeutet die Kraft, die Mut, eine neue Richtung. Und das ist ein Umbruch, eine berufliche Veränderung. Und das kann in diese neue Richtung gehen. Was dieses Schwert noch bedeuten kann, klärenden Gesprächen führen. Also es ist möglich, diese Arbeit behalten, aber nicht so wie bis jetzt, sondern du wehrst dich, du sagst deine Meinung. Eventuell kann ein Wechsel sein, Kündigung und eine neue Richtung, ein Neuanfang. Und hier dieser Mann zeigt schon diese königliche Haltung. Er nimmt seinen Platz ein, bekommt dein
Ansehen und Anerkennung wie ein König und wieder dieser Stab im Hand und das bedeutet seine Kraft, sein Mut, seine Begeisterung. Also all das beschreibt seine Finanzen, seine beruflichen Situationen, die Ungerechtigkeiten, eventuell Mutterthemen. Das ist nicht angenehm, nicht so schön, aber was Glück bringt, das ist die Liebepartnerschaft. Das ist hier sichtbar, die Liebesbeziehung, hier auch die Annäherung, ein Austausch von Gefühlen, hier auch die Kraft und Stärke, auch die Wertschätzung, auch eine fröhliche Ereignis oder eine Einladung oder ein Fest, aber kann auch bedeuten, ihr kommt näher und ihr beide gestaltet etwas, wie zum Beispiel etwas Kreatives oder verändert sich in die Liebe Partnerschaft etwas und das befreit euch beide, das ist die Befreiung. In der Vergangenheit war noch diese Enge da, aber jetzt kommt diese Fröhlichkeit, Annäherung, die Befreiung und hier die Luftelement zeigt auch die Leichtigkeit. Du bist hier die Königin und beherrschst die Luftelement, was nicht nur die Leichtigkeit betrifft, sondern auch die Kommunikation. Und er ist wie ein König und zeigt die Feuerelement, seine Kraft, seine Männlichkeit, seine Begeisterung, sehr viel Leidenschaft. Was euch verbindet, das sind hier die Kelchen und die Kelchen symbolisieren die Gefühle. Und hier erscheinst du auch als Königin mit diesem Kelch und das symbolisiert das Wasserelement und das bedeutet die Gefühle. Die Gefühle, dann seid ihr dieser Liebespaar und hier ist dieses Treffen, diese Annäherung. In beruflichen Ebenen bedeutet diese Karte Verträgen. Und hier kann Kündigung sein und ein Neuanfang sein. Und hier eine Einladung und ein beruflichen Vertrag oder Verträgen. Und das befreit hier auch, weil dann kommt mehr Leichtigkeit und richtigen Entscheidungen, was Berufung betrifft. Und das war diese Wochenlegung. Ich bedanke mich für das Zuschauen und wünsche alles Gute und alles Liebe.